So, heute habe ich die Chefin der ersten Grimmner Stockhaar-Legion, Heike Hübner, vor der Kamera. Und ich wollte als erstes fragen, wie lange gibt es den Verein Erste Grimmner Stockhaar-Legion denn jetzt mittlerweile schon? Die Erste Grimmner Stockhaar-Legion, die gibt es schon weit mehr als 30 Jahre. Mhm. Und sie organisiert Stockhaarrennen. Das hat damals auf dem Platz in Appelshof begonnen. Und der Platz musste dann ja aufgrund von anderweitigen Planungen aufgegeben werden. Und danach ist innerhalb von kürzester Zeit dann dieser Platz hier am Anfang der 2000er Jahre entstanden. Und hier werden sozusagen seit 2002 Stockhaarrennen und Traktorpollingrennen gefahren. Und nun kommen wir mal zu der Veranstaltung allgemein. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Wie viele Leute stecken dahinter? Wie viele Leute sind überhaupt im ersten Grimmner Stockhaar-Legion Mitglieder? Also wir sind eigentlich für die Veranstaltung, die wir hier durchführen, das Mega Race, sind wir ein sehr kleiner Verein. Wir haben ungefähr 15 Mitglieder, die alle persönlich die Organisation der Veranstaltung hier wuppen, mit Mannkraft, mit Manpower, mit all unserem Einsatz, den wir hier bringen können. Und am Ende wird es organisiert und finanziert, die komplette Veranstaltung von der ersten Grimmner Stockhaar-Legion. Auch DLRG und was da alles so dazugehört. Genau, also wir holen uns natürlich, wenn die Rennen dann durchgeführt werden, holen wir uns Hilfe von den ortsansässigen Vereinen. Das ist die Grimmner Feuerwehr, das ist die DLRG, das ist das DRK, die uns sozusagen am Renntag, an den Rennwochenenden, drei Rennen im Jahr führen wir durch, die uns dann unterstützt und hier die sicherheitstechnische Absicherung vornimmt, damit wir am Ende auch für unsere Fahrer und auch für unsere Helfer, die an der Bahn stehen, auch wirklich die Sicherheit gewährleisten, die sie verdient haben bei dem doch manchmal gefährlichen Rennsport, der hier durchgeführt wird. Ja. Magst du ruhig mal ein paar Namen nennen, wer Sponsoren sind? Sponsoren, ohne Sponsoren geht es nicht. Sponsoren sind in erster Linie auch unsere Grimmer Firmen, die uns immer die Stange halten. Das fängt natürlich an bei der Firma Base, die bei allen Rennen, beim Stockhaarrennen und auch beim Traktorpulling dort ganz besonders im Hintergrund große Unterstützung leistet. Es sind aber auch die Tiefbaufirmen in Grimm, die Firma Rest, die Firma UTL, die Firma Papenburg, die uns mit Technik unterstützen, die wir hier einsetzen, Radlader und Walze. Es ist die Firma Elektroservice, die dafür sorgt, dass hier der Strom auch an der richtigen Stelle ankommt. Es ist der Zweckverband, der teilweise auch, es fällt auch Wasser und Abwasser bei uns an, der das entsorgt. Es sind also viele Grimmner Firmen, die sich mit dem Verein verbunden fühlen und die auch wissen, wie viel Kraft wir aufwenden müssen, um diese Rennen auch tatsächlich vorzubereiten. Und die stehen dann auch immer zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Unterstützung dabei. Ja, nun ist ja im Sommer immer das Mega-Race des Nordens. Oder wie heißt das jetzt genau? Weiß ich jetzt gar nicht. Genau, das ist das Mega-Race des Nordens. Wir haben heute schon einen wundervollen Renntag hinter uns. Der hat mit dunkelblauem Himmel begonnen. Die Wolken haben sich alle verzogen. Wir haben extreme sommerliche Temperaturen gehabt, haben aber trotzdem wunderschöne Stockhaarrennen ausfahren können. Und jetzt ab 18 Uhr wird dann, im Hintergrund sehen wir die Vorbereitungen, wird dann das Traktorpulling-Rennen ausgetragen werden. Wir haben namhafte Traktorpuller hier vor Ort, die sozusagen hier ihre Rennen austragen werden, und wir als Grimmner Stockhaar-Legion haben das vorbereitet, gemeinsam mit der Firma Base und auch gemeinsam mit Ulf Schnackenberg, der die Kontakte in die Stockhaar-Legion, in die Traktorpulling-Szene hat, die wir nicht haben. Und gemeinsam schaffen wir das hier, denke ich, ein wunderschönes Rennen und ein wunderschönes, schönes Rennfeeling hier zu entwickeln und ein Mega-Race zu entwickeln. Ja, und im Herbst ist dann ja der Kessel Cup angesagt. Im Herbst, am 1. Septemberwochenende, da fahren wir dann nochmal ein Stockhaarrennen aus. Und da geht es dann darum, dass im Kessel Cup sich all die Fahrer messen, die sozusagen hier an allen drei Rennen in Grimm teilgenommen haben, im Finale gestanden haben. Und dass dann sozusagen die besten Stockhaarfahrer das Jahr sozusagen ausklingen lassen und unter sich den besten Fahrer ermitteln. Das sind wundervolle Rennen. Mit ganz viel Aufregung, aber denke ich auch immer, dass es ein sportlich fairer Wettkampf ist, der dort stattfindet. Ja. Gut. Wer noch was? Oder? Dann danke ich dir recht herzlich für die Auskunft und wünsche euch am gesamten Wochenende noch viel Spaß bei den Veranstaltungen. Ich danke dir auch, dass wir uns als Stockhaar-Legion präsentieren können, und allen Zuschauern viel Spaß. Ja.